Lieber Herr Borschke, wir sind ja letztes Mal aneinander geraten, als ich zitiert habe, was Sie in früheren Zeiten erzählt haben. Ich will auch jetzt noch mal daran erinnern, dass Sie uns in früheren Zeiten erzählt haben, dass wenn Sie nach Stralsund fahren, Sie unterwegs anhalten müssen, weil es so viele Insekten gibt, dass Ihre Scheibe zu ist und dass Sie uns gesagt haben, dass Sie bezweifeln, dass es hier eine Abnahme der Biomasse gibt. Jetzt kommt Sie mit Ihrer Fraktion und beantragen hier den Schutz der Insekten dadurch, dass diese aus Ihrer Sicht Schottergärten nicht angelegt werden. Um es klar zu sagen, wir wollen die Schottergärten auch nicht, wir sind uns einig an der Stelle. Aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, wenn man so einen Antrag stellt, mal wirklich zu recherchieren. Und wenn Sie hier Forderung aufstellen, dass die Handwerkerleistungen nicht von der Steuer abzusetzen sind, dann sollte man sich vorher erkundigen, ob sie heute überhaupt abzugsfähig sind. Es handelt sich nämlich um Neuanlagen. Und bei Neuanlagen können sie auch heute schon keine steuerliche Abzugsfähigkeit geltend machen. Das heißt, der Weg, den Sie hier mit Ihrem Antrag aufzeigen, ist gar kein Weg. Aber Herr Borschke, nun versetzen wir uns trotzdem mal in die Lage, es wäre so, wie Sie es hier schreiben. Dann gilt immer noch das, was auch die Kollegen hier ausgeführt haben, dass Steingarten nicht gleich Steingarten ist. Wenn Sie beispielsweise eine Trockenmauer anlegen aus Steinen, ist das was ökologisch Wertvolles. Und wäre es steuerabzugsfähig, hieße das, dass Sie vom Finanzbeamten verlangen, dass der vor Ort kommt, nachschaut, was für eine Art Steingarten da entstanden ist. Das ist für Handwerkerleistungen schlichtweg nicht machbar. Also noch einmal. Es ist kein Bestand der Abzugsfähigkeit für Steuern, es ist es nicht. Und wenn es einer wäre, selbst dann wäre es nicht praktikabel, das, was Sie hier beantragt haben. Es ist schlichtweg etwas, was auf kommunaler Ebene entschieden werden muss. Und da gehört es hin und da wird es auch bearbeitet. Herzlichen Dank.